herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Es geht wieder in einen Einsteiger-Guide mit uns und wir gehen heute mal die Module, die es aktuell bei Star Citizen gibt, im Einzelnen mit euch durch. Das heißt wirklich im Detail, dass wir uns genau angucken, was ist gerade erlebbar und was könnt ihr vor allem damit anfangen jetzt im Spiel und wie soll das Ganze dann später mal aussehen. Ja, und da gibt es natürlich erstmal zu sagen, wir haben die Module als Testumgebung. Ne? Das heißt, es ist tatsächlich der Punkt, wo jetzt CIG ansetzt und sagt, wir bringen sie raus, damit ihr sie schon mal erleben könnt und vor allem damit getestet werden kann. Gerade Balancing ist natürlich schwer vorstellbar, sage ich jetzt mal, schon in dem PU. Ja, da würden zu wenig Kämpfe passieren. Deswegen wird das natürlich jetzt verlagert, zum Beispiel ins Electronic Access Modul. Da kann man dann Waffen testen, Generatoren, Fluggeschwindigkeiten, Schiffeigenschaften. Das ist die Testumgebung. Dafür das Social-Modul als kleines Beispiel, bevor wir einsteigen, ist dann eine sehr gute Umgebung, um die soziale Interaktion, die Landezonen zu testen beispielsweise. So ist es. Das wird dann irgendwann alles zusammen verknüpft und miteinander verbunden, so wie wir es jetzt auch schon ansatzweise sehen können. Und von daher gehen wir jetzt mal direkt in die erste Kategorie rein. Also das heißt, das Erste, was wir uns angucken, und das ist, wie Weezen schon sagte, Electronic Access und dabei der Arena Commander, dein ganz besonderes Steckenpferd. Mein Steckenpferd. Ich mache leider ganz häufig den Fehler, dass ich es Electronic Aces nenne. Wahrscheinlich wegen den Top Aces oder so. Keine Ahnung, wie ich darauf komme. Electronic Access natürlich, wie Zugang. Das ist der Simulator, der Flugsimulator in Star Citizen, wo man als Pilot lernt, die Schiffe zu fliegen. Es ist auch im Hangar-Modul betretbar über den kleinen Simulator-Pod. Der wird später im Spiel dann die Simulator-Umgebung zur Verfügung stellen. Das ist der Bereich, wo wir auch E-Sports dann haben werden und die Leaderboard-Fights für die Leaderboards auf der RSI-Seite stattfinden. Also Test- und Trainingsgelände, sage ich jetzt mal, für die werdenden Piloten. Wenn ihr also entweder in den Simpod steigt, den ihr im Hangar findet, oder wenn ihr auch Escape drückt dann auf Electronic Access geht, dann habt ihr mehrere Auswahlmöglichkeiten. Da gibt es zum ersten Mal das Spectrum Match. Das sind also in zwei Kategorien, nämlich ein Public Match, ein öffentliches Spiel gegen andere Spieler, oder ein Private Match, wo ihr dann einfach in einer kleinen privaten Gruppe unterwegs sein könnt. Oder es gibt die Drone Sim und das ist sozusagen einfach ein Singleplayer, wo ihr gegen die KI antreten könnt, dann selbst und ganz alleine. Ja, und da gibt es mehrere Kategorien drunter. Ne? Das erste, würde ich jetzt mal sagen, ist der Free-Flight-Modus. Der Free-Flight-Modus, das war eigentlich so ein Wunsch, bevor das Mini-PU da war, war das von der Community gewünscht, um schon mal ein bisschen interagieren zu können, landen zu können. Da gibt es Landeplattformen drin. Da haben wir auch keine Unterscheidung zwischen Freund und Feind. Alle werden gleich angezeigt. Man kann dort im Privaten mit entweder alleine oder mit Freunden oder im Multiplayer kann man da schon rein und Schiffe testen, Schiffe tauschen auf der Plattform, zusammen in Schiffe steigen, schon ein bisschen Multicrew auch ausprobieren. Dafür werden die ganz normalen, momentan zwei verfügbaren Arena Commander Maps genommen, nämlich den Dying Star oder der Broken Moon. Ja, und da kann man also sagen, da gibt es keine Zeitbegrenzung im Free-Flight-Modus und es werden keine Punkte. No need to kill, sagen sie da auch zu. Man muss nicht aufeinander schießen, man darf aber. Und wenn man nett ist, chattet man vorher. Ja, so ist es, ja. Ja, dann gehen wir in das PvE-Environment, also das Modul rein, das heißt Player versus Environment. Ja, da gibt es einen Modus für, der ganz besonders wichtig ist, nämlich der Vendul Swarm-Modus. Da fliegt ihr dann gegen die KI, die repräsentiert wird durch Vendul-Schiffe. Das ist ein sehr, sehr guter Einsteiger-Modus, wo ihr die ersten Erfahrungen mit Waffen, mit Zielsystemen, mit dem Zielen an sich machen könnt. Die KI ist jetzt tritt in verschiedenen Wellen gegen euch an, mit quasi steigernder Zahl, Stückzahl und Schwierigkeitsgrad. Und dann könnt ihr versuchen, dort die letzte Welle, die 18. Welle zu bestehen. Dann habt ihr es quasi, das Vendul Swarm bestanden, ist eine PvE-Umgebung für Singleplayer- oder Koop-Modus. Das heißt, ich kann im Singleplayer Drone Sim, kann ich es alleine machen, einfach nur um zu üben. Oder im Koop-Modus Multiplayer Spectrum Match, also kann ich es dann mit vier Leuten ausprobieren.
miteinander fliegen. Und wenn ich das dann im öffentlichen Match mache, habe ich da die Möglichkeit, auch Rex zu farmen. Genau, dazu kommen wir jetzt am Ende der Vorstellungsrunde nochmal. Wir gehen jetzt von dort aus weiter in den PvP-Modus, das heißt Player versus Player. Und da gibt es eben mehrere Varianten dazu. Da gibt es als an allererster Stelle mal den Battle Royale. Das heißt, jeder gegen jeden treten dort an. Maximal 16 Spieler in einer Arena. Das kann man als öffentliches Match machen. Das heißt, man launcht einfach dann rein und trifft auf eine Zusammenstellung anderer Spieler. Da kann man bis zu 4 Leute in der Lobby einladen und dann direkt ins Match reingehen. Oder man macht es als Private Match. Das heißt, dann sitzt man sich mit anderen zusammen sozusagen und geht dort zusammen rein und spielt dann eben unter sich. Also mit den Freunden kann man dann auch die ganze Lobby voll machen. Dann gibt es allerdings natürlich auch wieder keine Punkte, die man offiziell sammelt, sage ich jetzt mal. Aber dabei will ich jetzt nicht vorweggreifen. Dann kommen wir zu einem Modus, der vielleicht zum Spielmodus, der vielleicht nicht ganz so anspruchsvoll ist wie der Battle Royale für den Einsteiger. Das ist der Squadron Battle. Da haben wir den Unterschied, dass wir Freund- und Feinderkennung haben. Das heißt, es gibt Leute, die mit uns kämpfen und Leute, die gegen uns kämpfen. Das sorgt dann schon mal für ein etwas anderes Spieltempo. Da werde ich dann nicht aus allen Richtungen beschossen. Und wenn ich das mache im öffentlichen Match, ist es so, dass wir hier 4 Freunde mitnehmen können. Im Privaten habe ich dann die Möglichkeit, 8 gegen 8 zu kämpfen. Ja, ein Team versus Team Battle, ganz klassisch. Ja, und dann gibt es noch einen letzten Modus, der nennt sich Capture the Core, und das ist im Endeffekt ja die Sci-Fi-Variante von dem altbekannten Capture the Flag. Das heißt, da geht es darum, einen Energiekern dem anderen Team zu stehlen, zurückzubringen und ins eigene Tor zu verfrachten. Das ist nicht so mein Steckenpferd, muss ich dazu sagen. Ich bin da so irgendwie an dem Punkt, fehlt mir da so die Motivation für den E-Sport leider. So Capture the Flag ist nicht so mein Ding, aber man kann da tatsächlich sehr, sehr gut auch Taktiken üben, Teamplay üben zusammen und auch sehr, sehr gut Punkte farmen in dem Zeitraum, wo man das spielt. Da ist es so, dass wir hier für das öffentliche Match 4 Leute mitbringen können. Und wenn wir ein privates Match aufmachen, haben wir jeweils 6 Plätze auf beiden Seiten, die bemannt werden können. Genau, das war aber noch nicht alles im Arena Commander, denn es gibt auch noch eine andere Art, da zu fliegen, nämlich das Racing. Und auch ein relativ beliebter Spielmodus, das ist die Simulation des zukünftig im PU auch wirklich stattfindenden Murray Cup. Der findet im Alice-System statt und hier kann man sozusagen in der Simulation das Racing üben. Da gibt es aktuell 3 Rennstrecken, die eine aufsteigenden Schwierigkeitsgrad haben. Der einfachste und auch kürzeste Weg ist der Old Vanderbilt Racing Way. Dann gibt es den Ricard Memorial Speedway. Der ist so mittlere Kategorie, auch mittellang. Ja, und dann gibt es den sehr anspruchsvollen Deffert Links Speedway. Und da kann man euch nur als Tipp zu geben, nehmt euch dafür auch ein Racing-Schiff. Das ist ganz, ganz wichtig an der Stelle. Es ist auch tatsächlich ein sehr, sehr schwieriges Modul. Ja, ich sage, die erste Rennstrecke ist noch einfach, aber der Schwierigkeitsgrad, der wächst extrem oder steigt extrem steil an, und im Default Link ist es tatsächlich nur was für Cracks. Da muss man gut fliegen können und die Strecken vor allem vorher auch schon mehrmals geflogen sein. Da lohnt es sich mit Freunden im privaten Match erstmal die Strecken zu erkunden, bevor man sich da der Weltöffentlichkeit stellt, weil da sind Abkürzungen sehr, sehr wichtig. Ja, und es macht aber großen Spaß und von allem, man lernt das Schiff sehr, sehr gut kennen und die Mechaniken des Fliegens. Ne? Gerade manövrieren, ja. Genau. Das kann man ausspielen und 8 Piloten treten da im öffentlichen Multiplayer-Match gegeneinander an. Genau, also schöner Racing-Modus. Außerdem gibt es noch im Electronic Access ein Tutorial. Also das wird euch, da wird euch ein KI sozusagen Lehrmeister an die Hand gegeben, der euch grundsätzlich alles, was ihr zum Fliegen wissen müsst, beibringt. Also das heißt Start, Landung, ich glaube, der Kampf ist auch mit drin und sowas wird alles einmal dort durchexerziert, damit ihr ein bisschen das Schiff kennenlernt. Da ist, glaube ich, die Gladius dann auch für da, ne? Da ist auf jeden Fall die Gladius das richtige Schiff dafür. Das Schiffchen dafür, ja. Genau. Ja, und dann hat Wiesen schon immer mal wieder angedeutet, gibt es etwas, was man sich in öffentlichen Matches verdienen kann, und das sind die sogenannten RECs, die Rental Equipment Credits. Ja, und die, wie gesagt, im Arena Commander könnt ihr im öffentlichen Teil das verdienen. Die kriegt ihr am Ende des Matches unten ausgezahlt. Ja, und was kann man damit anfangen? Also Spectrum Match ist es dann, ne? Ja. Der öffentliche Multiplayer-Bereich, überall, wo es dann
kompetitiv? Ja, kompetitiv, ja. Kompetitiv genau. Zur Sache geht. Dafür gibt es da die Racks. Die sind sehr, sehr wichtig, weil dafür kann man sich Schiffe ausleihen, man kann sich andere Ausrüstung wie Waffen ausleihen und es hat den großen, großen Vorteil, dass man halt nicht Waffen kauft während der Balancing-Phase für festes Geld, für harte Dollar und dann nach einem Monat oder zwei Monaten feststellt, die Waffe leistet gar nicht mehr das, was sie mal konnte. Und ich habe sowieso meinen Spielstil umgestellt. Deswegen sind diese Racks sehr, sehr wichtig. Fraglich ist halt, wie diese Racks in Zukunft funktionieren werden. Ob ich mit denen auch später im wirklichen PU Schiffe ausleihen kann. Ob ich Waffen kaufen kann, damit Klamotten kaufen kann. Das wissen wir alles nicht. Da ist die Frage, wie da unterschieden wird später zwischen diesen elektronischen Racks für diesen Electronic Access Store oder den späteren UEC-Credits. Genau. Momentan ist es tatsächlich so, dass ihr die nur im Arena Commander verdienen könnt und sie auch nur quasi für den Arena Commander ausgeben könnt. Das heißt, wenn ihr etwas holt im Electronic Access Store, dann ist es erstmal für 7 Tage, also 7 mal 24 Stunden für euch verfügbar. Danach müsstet ihr die Ausleihe mit einem kleinen Rabatt verlängern. Und alles, was ihr dort findet, insbesondere die Schiffe, sind nicht im Hangar. Das heißt, die stehen nicht bei euch im Hangar, die sind nur im Holotable sichtbar. Da ganz wichtig zu, jedes Mal, wenn ihr ein Objekt ausleiht und es benutzt, das Spiel startet, dann bricht ein Tag an. Und die Stundenuhr zählt runter. Ja. Das ist ganz wichtig. Man kann jetzt nicht Einzelstunden akkumulieren und kriegt am Ende quasi die Gesamtstundenzahl. Gut geschrieben. Gut geschrieben, ja, so ist es. Also es ist trotzdem ein sehr, sehr gutes, wichtiges Mittel, um eben wirklich zu testen. Auch verschiedene Waffen-Loadouts und entsprechende Ausrüstung, auch Schilde gibt es aktuell, sowas alles zu testen und entsprechend im Spiel einzubringen. Allerdings momentan wirklich nur im Arena Commander. Das heißt, ihr könnt das, was ihr dort holt, nicht mit ins Mini-PU geben. Jetzt kommen wir noch zu einem weiteren Punkt, nämlich der zweite. Auch ein Teil des Electronic Access, also der Simulation im Spiel, ist Star Marine. Ja, und Star Marine soll den First-Person-Shooter-Anteil bedienen, also eine Simulation für den späteren First-Person-Shooter in Star Citizen sein. Sollte eigentlich letztes Jahr fertig werden. Ja, da gab es dann leider sehr große Verzögerungen. Wahrscheinlich war es so, oder das war das Statement, die Spielmechanik ist noch nicht ausgereift genug, um das Produkt fertig zu launchen. Jetzt ist es tatsächlich so, dass man im Mini-PU mit den Möglichkeiten, die da sind, die Umgebung und die Mechanik für das FPS-Modul für Star Marine schon mal testen kann und dass man daran die Entwicklung weiter schreiten lässt und dann Star Marine launcht, sobald die Bewegungsanimation und die Spielmechanik funktioniert. Es ist also nicht so, dass Star Marine gecancelt wurde als Teil der Simulation und als Teil des Electronic Access. Nein, es wird kommen. Nur, wie Wiesen schon sagte, erst kommt alles jetzt ins Mini-PU. Alle Arten von Mechaniken, Bewegung, Zielen und so weiter und so fort. Auch Waffen werden dort erstmal getestet. Und wenn das vollständig ist, dann gibt es Star Marine für alle. Und dann gibt es da auch eben diesen wettkampforientierten, das heißt auch Leaderboard und Punkte und REC-orientierten Wettkampf. Der wird es dann auch in dieser Form geben. Dafür sind 2 Maps vorgesehen. Das erste ist die Gold Horizon Station, eine Raumstation, eine klassische FPS-Map, wo man einen Gravitationsgenerator ausschalten kann und dann auch im Zero-G-Kampf untereinander sich hier battlen kann. Und dann gibt es noch einen zweiten Teil und das ist die sogenannte Astro Arena. Dort geht es um Setterball. Das ist ein eher sportlicher Wettkampf, nicht so sehr mit waffenlastig, wo es dann eben auch rein um den Zero-G-Fight geht. Ist vielleicht dann so ein bisschen Unreal-mäßiger, ne? Mehr E-Sport, mehr Beweglichkeit, mehr der Fun-Faktor als jetzt ein taktisches, militärisches Simulieren. Genau. Und das, da gibt es noch kein Release-Datum, wann jetzt Star Marine freigeschaltet wird. Es hängt tatsächlich an der FPS-Entwicklung dran. Und wir gehen jetzt noch ins weitere, in das nächste Modul und das ist das Social-Modul. Ja, da gibt es momentan eine Landezone, die betretbar ist für alle Spieler und das ist die Area 18 of Arkor. Ist auch keine Altersbeschränkung, ja. Ich fände es ja witzig, wenn man sagen würde, alle, die das betreten, müssen 18 sein, ja. Klingt so, ist es aber nicht, ja. Ist kein Rotlichtviertel, nein, ist ein Kommerzsektor. Haben wir auch vorgestellt in der Folge dazu. Es wird dann noch weitere Areas geben in dem Bereich. Ja. Das ist hier quasi ein Distrikt, der schon mal simuliert wird als Testumgebung. Area 51 wird natürlich dann ganz interessant werden. Was ist das dann? Wir haben hier die erste interaktive Planetenoberfläche, wo wir am Boden mit Leuten schon chatten können, wo wir uns gegenseitig überfahren können, wo wir Autos schrotten können. Da wird natürlich auch noch weitere soziale Interaktionsmöglichkeiten werden, da dann noch getestet werden. Wahrscheinlich auch der Umgang mit NPCs in der Bar.
Das sind alles so Dinge, die in diese Testumgebung gehören, damit sie dann später ins Mini-PU übernommen werden können. 40 Spieler pro Instanz sind aktuell möglich dort und da wird es dann wirklich spannend, wenn das Shopping-System implementiert wird, denn dann kann man ab dort diesem Zeitpunkt dann oft in der Area 18 selbst einkaufen gehen und die entsprechenden Credits ausgehen, wobei wir noch nicht wissen, welche Art von Credits man dann ausgehen kann, aber das wird sich dann auf jeden Fall zeigen. Und wie Weezen schon sagte, weitere Landezonen sind auch in Arbeit, darauf aufbauend wird es Nyx als nächste eine Landezone im Nyx-System als nächstes geben, Levski nennt die sich im Hurston-System wird es eine weitere geben und Terra ist auch schon an Arbeit. Also von daher, das wird jetzt in Zukunft immer erweitert. Ja, und wenn wir von Erweiterung sprechen, sprechen wir vom größten und interessantesten Teil, der aktuell Star Citizen zu bieten hat, und das ist das Mini-PU. Das Mini-PU ist natürlich schon ein Vorgeschmack für das spätere MMO. Ja, hier haben wir die komplette Umgebung. Wir werden hier auch schon die kompletten Möglichkeiten dann im Laufe des Prozesses spielen oder testen können. Das Ganze gruppiert sich zurzeit um den Gasplaneten Crusader, ist also noch nicht mal ein ganzes Sternsystem, hat jetzt schon sehr, sehr gewaltige Ausmaße. Wir haben nämlich die Trabanten von Crusader auch noch im Spiel. Das sind die drei Monde, damit ihr jetzt so ein bisschen eine Vorstellung bekommt von dieser ganzen Komplexität. Das ist Zellin, Daimar und Jela, nicht Jella, was ich immer sage, ja, der Berliner. Jela natürlich, das sind die drei Monde, die sich drumherum gruppieren und dann nochmal Raumstationen als Trabanten, als der Monde haben. Da haben wir jetzt hier von Crusader die Port Olisar Station als Lobby, als quasi Ingame-Lobby, wo ich launche, Schiffe aussuche. Dann haben wir weitere Stationen wie das Kovalex Shipping Hub, was zurzeit out of service ist, und die Career Station, Security Station, wo wir eine kleine Testumgebung haben für FPS-Kämpfe. Außerdem gibt es dazu noch Reparaturstationen, Cryastro Stations nennen sie sich, wo ihr mit dem Schiff, was ihr geflogen seid und wo ihr vielleicht einen Schaden genommen habt oder auch Munition auffüllen müsst, Treibstoff ausfüllen müsst, hinfliegen könnt und das entsprechend wieder instand gesetzt wird. Weiter geht es dann auch mit Com-Arrays, das sind einzelne kleine Stationen, wo man Missionen erfüllen kann. Es gibt schon die Multicrew-Mechanik da drin, die im Arena Commander noch nicht drin ist übrigens. Das heißt, da hat man erstmal gemeinsam Schiffe besetzt und auch Missionen erfüllt. Und eine EVA-Mechanik gibt es hier auch. Das heißt, man kann hier auch schon wirklich die Teile Multicrew und FPS so ein bisschen gemeinsam testen und das wird jetzt eben beständig erweitert. Das heißt, es wird immer mehr Missionen geben, mehr Schiffe werden hinzugefügt werden und es wird auch weitere Locations geben. Dieses besteht, ist wirklich der Kernpunkt von Star Citizen, der jetzt konstant im Mittelpunkt steht, was das MMO angeht. Also das heißt, der wird jetzt ständig erweitert und vergrößert. Ja, außerdem fällt mir noch ein, wir haben auch noch Spielmechaniken, die dort getestet werden sollen. Ne? Ganz wichtig, ja. Also auch das Exploration soll im Laufe der Zeit getestet werden können im PU. Oder das Mining, das Looten, auch das wird testbar sein. Sogar wenn jetzt Nyx angebunden ist, wird dann das ganz, ganz wichtig, ja, das Kaufen von Waren an einem Standort, weil da halt gerade ganz viele Waren zu einem guten Preis sind, das Verkaufen von Waren an einem anderen Standort, wo gerade Bedarf ist für diese Waren. Das heißt, diese Interaktion auch mit NPCs, mit Händlercharakteren, das Transportieren von Waren, das Looten, das Abbauen und Verkaufen, Explorieren von, sag ich mal, Asteroiden, diese ganzen Spielmechaniken werden da drin eine Rolle spielen. Dann fällt mir auch noch ein, Geschwindigkeiten. Also wie sind Geschwindigkeiten? Combat Speed, Cruise Speed und Afterburner. Diese Dinge spielen jetzt natürlich auch im PU eine größere Rolle. Auch das wird man dort testen können. Es ist also, wie ihr schon merkt, in der Zusammenfassung eine ganze Testumgebung, die sich auf momentan verschiedene Module aufteilt. Das heißt, ihr habt auf den Arena Commander, ihr habt dann später Star Marine, wenn es da ist, das Social Modul und das Mini-PU und alles irgendwann wird eben komplett miteinander verknüpft. Da wird es dann dazu kommen, in erster Stelle, dass ihr im Mini-PU eben auf Landezonen direkt landen könnt, ohne jetzt ins Hauptmenü zu müssen und wieder woanders reinzugehen, in ein anderes Modul zu gehen, und eben diese Mechaniken wie Handel, Wirtschaft, Betankung, Reparatur, all das wird dann als Testumgebung funktionieren. Ist dann jetzt auch Stichwort prozedurale Rendering, also prozedurales Landen, das wird auch getestet werden im Mini-PU. Nyx wird angebunden, erstmal ohne Jump Drive, also quasi verortet auch in diesem Mini-PU, ohne dass man Jump Drive benutzen muss. Da wird dieses prozedurale Rendering, der Landevorgang ohne Landebildschirm oder Loading-Bildschirm,
wird testbar sein und den Programmierern helfen, das Spiel fertig zu kriegen. Und natürlich später auch der Jump Drive. Ja, auch das. Also, wie gesagt, es wird jetzt ständig erweitert. Immer von Patch zu Patch wird eine kleine Kleinigkeit mehr dazukommen. Von daher, bleibt dran. Wir werden euch auf jeden Fall informieren. Hm? Wir haben etwas vergessen. Und bitte. Es gibt noch ein Modul, was auch natürlich ins PU verortet wird. Was ist das? Jetzt hast du mich auch im Fall im Fuß erwischt, erzähl. Der Hangar. Ja, okay. Der Hangar gehört natürlich eigentlich auch ins PU. Der ist jetzt natürlich noch in vier verschiedenen Versionen sichtbar. Wir kennen diesen günstigen Hangar der Aeroview. Mhm. Dann haben wir der Selfland. Selfland ist der günstigste. Aeroview, Revel and York und der VFG, Industrial Hangar, der dann halt in einem Industriegebiet oder in einem Asteroidengürtel beheimatet sein wird für die größten Schiffe. Der Revel and York wahrscheinlich eher in den Kernwelten für Luxuskonsumenten, Luxusspieler, die jetzt auf gewissen Standards Wert legen. Der Aeroview für den wirtschaftlichen Spediteur vielleicht, ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Diese Hangar werden dann später natürlich auch Orten verortet oder werden verknüpft mit Lokalitäten. Das entscheidet man sich dann, wo man es hinhaben möchte und dementsprechend sehen diese Hangar, diese persönlichen Hangar dann auch aus. So ist es, ja, richtig. Gut, dass du noch darauf gekommen bist. Das ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Teil. Momentan könnt ihr, wie gesagt, aus dem Hauptmenü in den Hangar starten. Auch das wird dann vielleicht später dazu führen, dass wenn die Hangars erstmal verortet sind, dass ihr dann wirklich in einem bestimmten Teil des PU startet. Ja, in diesem Sinne, also wie gesagt, bleibt dran, stellt selber Fragen, wenn ihr welche dazu habt. Wenn ihr mehr über das Spiel wissen wollt, schaut euch ein bisschen auf unserem Channel um. Und wenn ihr up-to-date bleiben wollt, dann abonniert uns bitte. Wir würden uns sehr darüber freuen. Und ansonsten würden wir uns sehr auch über euer Feedback freuen. Like, dislike die Episode, wenn ihr sie gut fandet oder wenn ihr sagt, ihr habt Verbesserungsvorschläge. Und Schluss und letztendlich, wenn ihr uns persönlich unterstützen wollt für unsere Arbeit, die wir hier machen, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr mal auf Patreon vorbeischaut. Da findet ihr vielleicht auch was, was euch interessiert. Ja, in diesem Sinne sind wir durch mit diesem Einsteiger-Guide. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Und Weezen und Sawyer verabschieden sich mit einem gemeinsamen See you on the flight deck! Thank you.